Genau, ich zeige euch drei Beispiele, wie man Landschaften umsetzen kann, ohne dass du auf Perspektive zurückgreifen musst oder einfach etwas davon verstehen musst. Das sind wirklich ganz intuitive Ansätze, wie man Landschaften einfangen kann. Wir haben drei verschiedene Stile und beim dritten brauchen wir dann keine Stifte, sondern Karton. Okay, wie gesagt, das ist alles sehr intuitiv. Und die erste Technik ist wie eine Art Single-Line-Technik. Also du zeichnest wirklich mit einer Linie, fast mit einer Linie. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Aber hier ist es nicht so strikt, dass du wirklich dann bleiben musst auf dem Blatt, sondern du kannst die Linie auch mehrmals unterbrechen. Wichtig ist, dass du hier der Linie nach fährst. Also dass du etwas auf dem Bild fokussierst und von dort aus die ganze Szenerie dann aufbaust. Ich fange jetzt mit dem schwärzesten Punkt an, also mit dem dunkelsten Punkt. Das ist jetzt hier bei der Brücke unten. Da fange ich dann an. Und wie gesagt, ich suche mir immer eine Stelle und ich versuche nicht die dunklen Partien da tot zu zeichnen, sondern ich folge wirklich der Linie. Da kann ich schon sehen, wo sich die Brücke weiterführt, wie groß das Ganze wird. Hier ein bisschen das Gras. Da kann ich die Brückenstruktur ein bisschen aufnehmen. Und ihr seht, meine Linie ist ein bisschen suchend. Also es ist nicht strikt und gerade, sondern ich lasse mir da wirklich Zeit. Das kann man machen. Das ist wunderbar. Da könnte ich hier vielleicht noch den Fluss ein bisschen betonen. Da könnte dann wieder zurückgehen. Die Struktur jetzt in der Brücke spielt jetzt keine Rolle. Wir gehen wirklich da an die Outlines, also an den Umriss. So, da kann ich ein bisschen zurückgehen. Die Struktur erlaubt das ja, dass ich ein bisschen vielleicht die Steine hier da mitnehme. Auch hier, ich lasse mir da wirklich Zeit. Ich habe da keinen Stress. Wir können da wirklich uns das Bild anschauen und langsam wirklich die Linie folgen. Und das erlaubt uns auch wirklich dann die Szenerie Stück für Stück einzufangen, ohne dass man von links nach rechts zeichnen muss und sich da irgendwie mit Details an Details verheddert und stecken bleibt. Sondern auch diese spontane Linie erlaubt es, ich sage nicht Fehler zuzulassen, aber einfach so Zufälle zulassen oder Ungereimtheiten, dass man sich da nicht genau festlegen muss. Und ja, ihr seht, ich habe bis jetzt den Bleistift nicht groß abgehoben. Das passt schon so. Ich gehe jetzt mal die Hecke an. Auch hier geht nicht zu sehr ins Detail. Ist wichtig. Also auch beim ersten Mal kann man wirklich nur die Umrisse ein bisschen festhalten, damit man ungefähr weiß, wo was sein könnte. So, hier ein bisschen den Fluss. Jetzt kommt der große Busch da. Auch hier ganz grob, muss ja nicht jetzt Blättlein da einfangen, sondern einfach nur die Struktur, ein bisschen die Form und das ist schon sehr gut so. Wunderbar. Jetzt kommen wir hier schon langsam zum Bildende, das passt, wie hier. Das ist tiptop. So. Ja, das gefällt mir schon ziemlich gut. Ich mag diese Technik. Hier die Absperrung ein bisschen einzeichnen, die Steine hier. Jetzt nehme ich den Bleistift weg, weil ich finde, ja, okay, das passt so. Man kann sich ein bisschen da zurücknehmen und mal schauen, wie das wirkt. Wunderbar. Jetzt gehe ich dann da weiter, vielleicht hier bei der Brücke mit dem großen Baum, dass ich denn da ein bisschen einfangen kann. Da vielleicht noch diese Balustrade. So. Da kann ich ganz, die Bäume sind ja weiter hinten, die großen, also der große Baum. Ich male das wirklich, also ich zeichne das wirklich nur sehr rudimentär an. Ich tue das nur andeuten. Auch hier diese Äste, ganz, ganz leicht, ganz, ganz fein. Und hier kommen wir schon zum Bildende. So ein bisschen. Und ihr seht schon, wie ich den Bleistift halte. Also ich lasse mich da auch den Raum von der Hand zum Bleistift, damit ich da nicht zu stark drücke, damit ich die Übersicht auch behalte. Ist auch ganz wichtig, den Bleistift locker zu halten, damit die Zeichnung auch locker wird. So wie man hält, so wird auch die Zeichnung, beziehungsweise der Tonus der Zeichnung, die Tonalität, die Anmutung der Zeichnung.
Und je lockerer man ist, desto lockerer ist der Strich. So, wenn ich da ins Detail gehen will, da kann ich immer noch ein bisschen den Bleistift anders halten, aber immer noch mit Abstand. Und ich finde diese Kohle, mit der ich zeichne, ich finde die absolute Hammer. Also schon von der Akustik hört man sie ziemlich gut. Ich denke, ihr hört das auch. Und sie hat so einen kreidigen, das ist eine kreidige Anmutung. Also sie kratzt ein bisschen auf dem Blatt Papier. Das finde ich auch klasse. Okay, jetzt haben wir hier hinten noch ein bisschen die Landschaft. Auch hier nicht zu stark. Damit man merkt, okay, das ist hinten. Da arbeiten wir dann mit der Raumwirkung. Hier auch, genau, der Busch da, der hinten herausluckt. So. Und die Raumwirkung können wir dann im Bild später noch ein bisschen verstärken, indem wir gewisse Partien im Bild einschwärzen oder einfach stärker betonen. Aber erst nachdem wir das Ganze ungefähr haben. Und jetzt hier die untere Ebene mit dem Fluss, da ist nicht so viel. Da sind ein bisschen die Steine, die da rausschauen, ein bisschen Gras hier. Aber ich lasse das mal frei, vielleicht am Ende des Bildes, damit man sieht ein bisschen so die Dualität hier. Hier passiert etwas und hier ist dann wirklich dann Luft zum Atmen, der sogenannte Weißraum. Und das bringt auch Spannung ins Bild. Also muss man nicht wirklich alles voll zeichnen, sondern wirklich nur andeuten. Den Rest macht der Kopf der Leute, die das dann betrachten, weil es ist effektiv so, dass man ganz, ganz wenig zeichnen oder einfach darstellen muss und die Leute sehen dann schon das Richtige. Also vor allem, wenn man dann bekannte Sachen zeichnet natürlich. Wenn ich etwas Erfundenes zeichne, ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Okay, jetzt kommen wir zu den Häusern. Jetzt sehe ich hier, okay, da ist die Brücke und das Haus fängt irgendwo hier an. Da kann ich auch ein bisschen so hingehen. Die Dachschräge ein bisschen betonen, so etwas hier auch nicht allzu toll. Also ich suche ständig, ich gehe mit der Linie, ich setze den Stift nicht ab. So, und wenn ihr jetzt von einer Bildstelle zur anderen hüpfen möchtet, könnt ihr den Bleistift trotzdem lassen, einfach so etwas machen, dass man den Kontakt zum Papier nicht verliert, weil dann verliert man auch nicht den Fokus. Es geht hier nicht ums Zeichnen, sondern wirklich um die Konzentration zum Bild, zum Motiv, dass man da wirklich präsent bleibt beim Zeichnen. Und ist vielleicht ein bisschen anstrengend, ist so, aber dafür ist die Zeichnung relativ rasch fertig und das hilft auch beim Fortschritt, dass man wirklich die Sachen ziemlich zügig fertigstellen kann, ohne sich da groß Gedanken zu machen über Proportionen, über Perspektiven und so weiter. Also Schnelligkeit hilft enorm bei der persönlichen Entwicklung, also beim Fortschritt, beim Zeichnen und beim Malen, dass man eine gewisse Geschwindigkeit aufbaut. Vielleicht mache ich zudem auch ein Video, da ist es nicht zu unterschätzen. Es geht nicht darum, dass man da eine Speed-Technik entwickelt, aber eben sich nicht mit Details oder mit sogenannten Fällen da beschäftigt oder sich da zu viel Gedanken drüber macht, was jetzt nicht gut gelaufen ist oder was ich da jetzt nicht da richtig gezeichnet habe, ist egal. Weil am Schluss der Zeichnung sieht man das eh nicht. Und die Personen, die fremd sind, also die das nicht kennen, denen ist das sowieso wurscht. So, jetzt haben wir hier die Türe. Genau. Und sind so verzwickt, diese Häuser in Wales. Das ist unglaublich. Ich war mal dort, das ist wirklich, es ist ein Traum. Ich liebe England, Schottland, Irland. Es ist am besten dort irgendwo ein Atelier haben, Meeresblick, eine Küste und tschüss. So. Jetzt haben wir hier die, genau, Kamin so ein bisschen.
Und auch hier jetzt, ob jetzt der Kamin da in der Perspektive richtig liegt, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass das eher so mehr proportional zusammenstimmt. Jetzt habe ich hier das Dach, tut er das ein bisschen an, hier hört es schon auf. So. Und auch da versuche ich den Strich nicht durchzuziehen, sondern einfach so suchend beizubehalten. Jetzt sehe ich hier, okay, ist die Hecke. Das Haus geht ein bisschen weiter. Jetzt kann ich dann die Kante hier runterziehen, so ein bisschen. Da ungefähr im letzten Drittel ist dann ein Schild, wahrscheinlich ein Pub. Okay, jetzt haben wir das hier. Wie hier dieses schöne Fenster hier herausschaut. Ja, wahrscheinlich kein Pub, vielleicht nur ein kleines Geschäft. Ein Pub wäre anders beschriftet. So. Okay. Weil ich zeichne nicht unbedingt gerne Architektur oder Landschaften. Jetzt in der klassischen Version, ich finde das ziemlich, also meine persönliche Meinung, ziemlich langweilig, dass immer diese Striche und Perspektive und dann die Striche gerade und dann so. Das ist so sehr, sehr, sehr stier, sehr unorganisch. Und darum zeichne ich lieber Menschen, Gesichter, weil da kann man dann mehr reininterpretieren bei der Architektur. Es sei denn, du zeichnest etwas Fantasievolles, aber wenn man da abzeichnet, ist es wirklich nur so eine Fleißarbeit, dass man dann die Fensterchen richtig hat und die Türrahmen und das ist so manchmal ziemlich mühsam. Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Aber so in dieser Art finde ich das mega, mega spannend, weil hier geht es wirklich um die Struktur, um das Spiel mit dem Bleistift. Und schlussendlich spielt es keine Rolle, ob jetzt die Fenster stimmen, ob sie jetzt da, ob da die Fensterläden drin sind oder sonst was. Und man erkennt, okay, das ist irgendwie ein Haus, irgendwo, ja, es könnte irgendwo ländlich sein und es ist stimmungsvoll. Und that's it. Und das genügt wunderbar. Okay, jetzt mache ich ja die Fensterchen hier. Auch hier, na, ich deute das ein bisschen an. Das soll ja nur ein bisschen nur zur Stimmung beitragen. Die Stimmung ist das Wichtigste hier. Okay. So, jetzt haben wir, was ist das, eine Türe? Okay, das ist weiter oben. Das geht irgendwie so hier. Das ist, glaube ich, so ein Schutz vor der Eingangstür, genau. So, und ich muss aufpassen, dass ich die Striche wirklich nicht durchziehe, weil ich habe persönlich so einen geraden, schnellen Strich. Und dieser hier zwingt mich ein bisschen so innezuhalten und ja, mich ein bisschen so abzukühlen, also wirklich da sich da Zeit zu lassen, weil ich manchmal hetze ich wirklich durch die Zeichnungen und ja, sollte nicht immer sein. Aber das ist so der Alltag und das überträgt sich dann auf die Zeichnungen und das sieht man dann auch leider. Okay, so hier ein bisschen. Haben wir hier das Fenster und das geht ja wunderbar auf. Eben, wenn ihr da wirklich Stück für Stück euch da an diese Elemente im Bild herantastet, kann fast nichts schief gehen. Das macht nichts, wenn da etwas weiter unten, weiter oben ist, das ist ja wurscht, da kann man das ein bisschen nachziehen, nachkorrigieren und dann passt das wieder. Also das ist wirklich eine sehr, sehr entspannte Technik, sehr chillige Technik. Okay, die Fenster da sind weiter oben, sehr lustig. Okay, so, wunderbar. Das macht wieder Lust nach England oder so, Schottland zu fahren. So, irgendwo im Pub hinzusitzen, gutes Ale zu trinken. Yes. Okay. Ja, und die Landschaften sowieso dort, das ist sowieso Hammer. Das ist ja prädestiniert zum Zeichnen, da kommst du ja gar nicht weg vom Blatt. Okay, jetzt habe ich hier diese Rückwand, die geht da ziemlich gerade runter. Da kann ich noch ein bisschen andeuten, diese Rinne, was es ist, Strommast.
Da ist noch ein bisschen ein Fenster, das kann ich auszeichnen. Den Schirm vergesse ich, das ist mir egal, das passt mir nicht. Das ist noch ein Vorteil, dass man Elemente, die einem nicht passen, einfach weglassen kann oder ein bisschen umdeuten kann. Dann ist mir jetzt hier im Weg. Ich finde das Fenster ziemlich schön. So, kann ich das beibehalten. Wunderbar. Okay. Und hier die Brücke, die lasse ich ein bisschen auslaufen, dass da ein bisschen auch hier die Räumlichkeit entsteht. Was vorne ist, nimmt ein bisschen mehr Platz ein. Was hinten ist, das hat dann mehr Raum, also beziehungsweise mehr Rand an den Rändern. Und ja, so kann sich das Ganze ein bisschen so in die Perspektive rein manövrieren. Genau. Okay, jetzt habe ich das soweit stehen. Das gefällt mir ziemlich gut. Jetzt mache ich noch hier hinten die Berge, dass wir da ein bisschen noch die Weite erahnen können. Auch hier mit einem lockeren Strich. So, mehr braucht es nicht. Okay. So, das hier, genau. Alles, was hinten ist, das ist mir ziemlich egal mit der, also mit den Details, genau auch hier. Was weiter vorne ist, das können wir da detaillierter zeichnen. Was weiter hinten ist, das bleibt nur angedeutet. Sehr, sehr rudimentär und einfach. Okay. Also da habt ihr wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Räumlichkeit darzustellen, ohne auf die Perspektive zurückgreifen zu müssen. Okay. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen das Gras, dass man noch die Richtung des Flusses ein bisschen erahnen kann, diese Dynamik aufnehmen kann. Auch hier muss ich aufpassen, dass ich nicht auf den Strich durchziehe, weil es sieht dann komisch aus, wenn alles ein bisschen kraxelig ist und plötzlich siehst du da so Striche drin, das passt dann nicht. Also wichtig ist, dass man im Stil bleibt in einer Zeichnung. Jetzt bei so einer einfachen Zeichnung, je einfacher, desto wichtiger, dass ein Stil erhalten bleibt. So, jetzt male ich hier die Steine. Auch hier, ich gehe von Stein zu Stein. Das ist wunderbar, eine herrliche Struktur, die das so, die absolut exzellent in diesen Stil reinpasst. Okay. So, und dann hier eine, der hier herausschaut. Dann hier noch ein paar. Kann ich noch das Gras ein bisschen andeuten. Wunderbar, man sieht es gut. Okay. So, und da kann ich dann ruhig ein bisschen so diese Sachen. Und das genügt schon hier. Ich werde wahrscheinlich diese Stelle ein bisschen noch detaillierter ausarbeiten. Aber mal schauen, wie das dann im Gesamteindruck wirkt. Und auch hier, apropos Gesamteindruck, wenn ihr eine Zeichnung anfängt, das ist immer das gleiche System, ich nenne das Adler-System, dass man von oben, also vom Groben ins Detail reingeht, von der Gesamtübersicht in dann effektiv in die einzelnen Elemente reingeht und reinzeichnet. Also eben nicht links oben anfangen und dann mit dem Auge fertig zeichnen, dann zum nächsten Auge und fertig zeichnen. Sondern wirklich mal den Kopf positionieren, wie steht das im Blatt, dann dementsprechend die Umgebung, vielleicht die Schatten und so langsam, langsam, dass zu jedem Zeitpunkt das Bild eigentlich wie fertig ist, also einfach im jeweiligen Stadium. Dann kannst du eben noch zurückgehen, ja, Maler machen das, wenn du mit der Staffelei arbeitest, musst du den Abstand haben, hier weniger, dann kann ein bisschen so einen Abstand machen und mal schauen, okay, wo bin ich, wo braucht es noch Details, wo weniger. Aber dass du immer den Überblick behältst. Und wenn das eine Stadium fertig ist, also wenn die Übersicht fertig ist, wenn du das, die Elemente auf dem Papier positioniert hast, gehst du dann weiter über, vielleicht zu den Schattierungen oder vielleicht zu Strukturen und arbeitest dich so Stück für Stück weiter. Okay, dann haben wir hier noch etwas, hier ein paar Steine. Und wie gesagt, das kannst du auch mit dem Fineliner machen. Wichtig ist, dass du hier nicht korrigierst, nicht irgendwie radierst oder sowas. Und
dass du Sachen stehen lässt, unbedingt. Also ich gebrauche sowieso keine Radiergummis, das ist ein großer No-Go, es sei denn, du brauchst sie im Bild selber, um gewisse Erhöhungen zu machen, um gewisse Sachen dann wieder wegzuradieren, damit das Licht hervorscheint, jetzt bei Kohlezeichnungen oder natürlich dann auch bei Gouache oder bei Öl, kannst du dann mit dem Pinsel die Farben dann wieder wegnehmen und das Ganze heller machen. Das ist so eine Art von Radierung, die legal ist oder die Sinn macht, vor allem die Sinn macht. So, okay, jetzt haben wir hier das Bild, das ist für mich so okay, ich finde es ziemlich gut und macht Laune, das anzuschauen, das ist wichtig. Jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich hier ein bisschen so, recht viel Dynamik drin, viele schwarze Stellen, aber eigentlich hier spielt auch noch eine gewisse Tiefe mit, auch unter der Brücke, und das will ich jetzt noch ein bisschen bewusster betonen, indem ich das Ganze in dieses Schwarz da reintauche, also die dunklen Stellen auch ein bisschen akzentuiere. Auch hier weiterhin mit dem Strich, also nicht irgendwie jetzt eine Schraffur anfangen, eine Kreuzschraffur oder sonst was, wo dann überhaupt nicht ins Konzept reinpasst. Also bleibt bei der Sprache, die ihr da ausgewählt habt, das ist ganz wichtig. Und auch hier muss ich schauen, dass ich da nicht zu schnell bin. Okay. So. Und hier die Büsche ein bisschen, genau da links. Auch hier nicht den Busch, nicht dort zeigen, sondern nur die einzelnen Aspekte, dass es immer noch spannend anzuschauen ist. So ein bisschen schwarz, da. Und ich finde das toll, wenn man eine freie Landschaft zeichnet, also Landschaft mit Bäumen, mit Büschen, mit Sträuchern, was auch immer. Da kann man dann nichts falsch machen. Da sieht ja keiner, ob der Baum jetzt so schräg war oder so dick oder so dünn oder so hoch. Da ist ja alles ziemlich frei und ziemlich organisch. Also nicht so wie bei Architektur, wo dann wirklich dann die Perspektive nicht stimmt oder die Größenverhältnisse nicht stimmen, weil der Mensch vorne da zu groß oder zu klein gezeichnet wurde und so weiter. Also sind wir sehr dankbar, wenn man Landschaften abzeichnet. So, das ist okay. Jetzt noch hier bei der Brücke. Ich werde hier das Ufer ein bisschen noch betonen, die Sträucher hier, weil da sieht man nicht unbedingt, dass das jetzt ein Strauch ist. Vielleicht hier noch ein bisschen die Äste. Hier kommt das Dunkle heraus. So, das ist wunderbar. Okay, das genügt so. Dann gehe ich weiter zur Brücke. Und hier wird es ganz, ganz dunkel. Auch der Schatten hier, dass man merkt, okay, das finde ich eine ganz wichtige Stelle. Auch wegen der räumlichen Wirkung vor allem, hauptsächlich vor allem. Betone ich jetzt noch die Brücke ein bisschen. Die Struktur, die ist so klasse mit den Steinen. Und wenn ihr Bilder habt, die nicht viel drauf haben, aber die spezielle Strukturen haben, wählt immer so Ausschnitte oder Bildelemente mit spannenden Strukturen. Also nicht unbedingt jetzt eine blanke Betonwand, sondern vielleicht eine Wand, wenn die Backsteine hat oder sonst irgendwie abblättert und spannend ist. So. Okay, jetzt hier noch den zweiten Ansatz und dann haben wir es schon. Und hier betone ich noch ein bisschen so die Träger hier. So, ja, okay. Wunderbar. Okay, jetzt mache ich hier eine kleine Pause. Ich gehe dann Mittagessen und dann machen wir gerade weiter. Bye, bye. Ja, hallo, wieder zurück vom Mittagessen. Wunderbar war's. Und da wollte ich euch den Sponsor vorstellen, aber der ist weg. Der Kaffee,
Der ist wieder weg. Auf jeden Fall, ja, ihr kennt das ja. Wenn ihr mich da unterstützen möchtet mit der Arbeit, mit den Videos, gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ein Kommentar wäre cool. Und auf Apple Buy Me a Coffee könnt ihr mich mit einer kleinen Spende unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt, wenn ich jetzt dieses Bild anschaue hier, nochmals im Rückblick, es gefällt mir immer noch gut und natürlich kann man das noch weiter verfeinern. Wir können hier die Schatten setzen, vielleicht noch einen farbigen Akzent ein bisschen dazufügen. Also man kann das auch weiter verarbeiten, bearbeiten und man kann das auch mit den nächsten Techniken, die ich euch da jetzt zeigen werde, mischen. Aber auch mit klassischen Techniken, mit Aquarell oder mit Gouache dann drüber fahren als Vorstufe, Vorarbeit für eine Zeichnung, also für ein Bild, ist das auch gut zu gebrauchen. Auf jeden Fall, ja, ihr kommt da relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Okay, jetzt gehen wir zum zweiten Schritt und das ist das Kritzeln. Machen wir uns ready für die zweite Zeichnung. Okay, also ebenfalls auf A3 Format und das Bild ist auch aus England, aus Wales. Und wichtig ist jetzt hier beim Kritzeln effektiv, es geht so in eine Richtung von diesen Pausen-Scribbles, wo manchmal beim Telefonieren machen oder beim Warten einfach ein bisschen scribbeln und nicht groß jetzt auf Details achten. Und auch hier Details spielen absolut keine Rolle. Ich beginne jetzt hier beim relativ in der Mitte, beim, ja, bei diesem Gebüsch hier unten. Wie du sehen kannst, eben meine Hand sucht ein bisschen so die Flächen. Ist nicht eine Outline-Zeichnung wie früher, also wie in der ersten Version, sondern ich scribble einfach, als würde ich effektiv etwas aus dem Kopf zeichnen, eine architektonische Studie, was auch immer. Also das ist dann sehr individuell, wie du selber scribbelst. Und wenn du jetzt dann Bedürfnis hast, dich an einem Detail festzuhalten, kannst du das natürlich machen. Aber auch hier nicht zu sehr, nicht zu schwer. Ich betone hier jetzt zum Beispiel die Fenster des Turmes. Und dann hier diese Schattenseite, aber auch hier wirklich sehr, sehr rudimentär, sehr schnell. Dann gehe ich sofort zum Garten rüber. Da ist irgendwo die Person, also die Statue. So, und hier unten hört der Garten schon auf. Da habe ich jetzt diesen Baum hier, den kleinen. So, also da kannst du vielleicht nicht so schnell zeichnen wie ich, aber lass dir Zeit. Wichtig ist, dass der Strich sehr skizzenhaft bleibt, sehr nur andeutet. Und es geht darum, dass wir dann die Stellen, die uns dann wichtig vorkommen oder wichtig sind, dann am Schluss ein bisschen ausarbeiten, genauso wie bei der ersten Version. Und hier geht es nur, dass du ungefähr so die Proportionen hinbekommst und vielleicht noch die Struktur ein bisschen betonst. Ich mache jetzt alles in einem relativ runden Skizzenstrich. Also ich setze jetzt keine kurzen Striche, sondern es ist alles sehr ein tanzender Strich. Hier unten der Garten, der geht in seine dunkle Fläche aus. Darum lasse ich das frei. Wenn ich jetzt da mit Aquarell arbeiten würde, würde ich so eine Fläche reinziehen. Also auch hier keine Details zeigen. Hier deute ich nur den Umriss an und gut ist. So, fertig. Hier haben wir schon das Haus, genau. Wie gesagt, den Baum hier lasse ich weg, der gefällt mir nicht. Hier haben wir so, ungefähr so, das Dach. Okay. So. Und diese Zeichnung ist effektiv, wirkt ein bisschen nervöser, noch skizzenhafter natürlich, als die erste Version der Umsetzung. Weil der Strich ist effektiv ein noch suchender als vorher. Hier geht es mehr um einen Tanz mit dem Stift. Aber auch hier diese Details, das kann das Auge sehr gut vervollständigen später im Endbild. Da muss man nicht so viel zeigen, wirklich nur andeuten, skizzenhaft bleiben. Und Schnelligkeit hilft hier durchaus. Mach dir mal keine Sorgen, ob da jetzt irgendwie ein Fehler passiert
oder ein Strich vorbeigeht, jetzt, da merkt kein Mensch, da, dass da irgendwie ein Strich nicht mehr stimmt. Das ist alles so, so dermaßen frei und wild, dass es effektiv keine Rolle mehr, Rolle mehr spielt. So. So, typische Hauselemente wie jetzt die Fenster oder die diese Dächer hier oben, die Schatten, die sind natürlich sehr typisch, die kann man dann natürlich noch ein bisschen betonen. Und da sieht man sofort, ja, es ist ein Haus, da muss auch nicht viel dran machen. Jetzt bei diesem Garten haben wir dann effektiv viel mehr Chancen oder Möglichkeiten, das Bild kaputt zu machen, wenn wir da zu sehr ins Detail reingehen. Weil es hat ganz viele dunkle Stellen, die so wie flächig sind. Da kann man gar nicht viel zeichnen, es sei denn, du malst das Schwarz zu, was ich jetzt hier nicht unbedingt empfehlen würde. Und effektiv hier so skribbelhaft bleiben. Ich muss wirklich an die Telefonskizze denken, wo man einfach irgendwas aufs Blatt Papier bringt, ohne groß nachzudenken. Das ist vielleicht die einzige Challenge, die dabei entstehen könnte. Das Geländer mache ich das als einziges mit solchen Strichen hier, damit sich das ein bisschen abhebt vom ganzen Rest. So, und das verschwindet hier irgendwo dann in den Gebüschen. Und da muss ich mich dann entscheiden, was will ich hier da effektiv betonen. Und auch hier diese Tiefenwirkung. Ich werde sicher diesen Bereich ein bisschen betonen und diesen halt, dass diese beiden zusammenspielen. Diese Stelle, die eigentlich sehr, sehr dunkel ist und man so an und für sich betonen sollte oder müsste, lasse ich jetzt frei, weil sonst müsste ich das Ganze zumalen, zuzeichnen und das wäre meines Erachtens ein bisschen zu nervös oder einfach zu viel des Guten. Und darum konzentriere ich mich auf effektiv diese zwei Sachen, vielleicht noch die Bäume da ein bisschen andeuten. Und dann haben wir hier so eine Diagonale, die das Bild eigentlich ja, wie zusammenhält. Dann haben wir den bilddiagonalen Raster. Und das passt dann auch vom Aufbau her sehr gut. Okay. Also. Ich mache jetzt hier beim Geländer ein bisschen weiter. Ich bleibe natürlich beim tanzenden Strich, weil sonst haben wir da zu viele Sprachen, die da aufeinandertreffen. Wie gesagt, auch hier werde ich nicht Kreuz schraffieren oder sonstige Techniken verwenden, sondern ich bleibe bei diesem Wuselstrich. So, der Schatten beim Baum ist ziemlich stark, da kann ich noch etwas holen und sonst die längeren Striche ziehe ich relativ zügig durch, das passt schon zum Bild. So. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr viel machen, das würde schon an und für sich genügen, aber es braucht schon ein paar Details noch, damit das nicht allzu frei bleibt, dass das Auge noch ein paar Details bekommt, wo es sich effektiv an bekannten Sachen festhalten kann und das Ganze darum auch dann spannend vervollständigen kann. So, hier haben wir das. Jetzt habe ich gemerkt, hier beim Haus ist noch ein sehr starker Schatten auf dieser Seite. Das kann man so noch ein bisschen betonen. Auch hier nicht zu viel. Den Schatten hier muss ich ja nicht machen, weil ich zeichne ja keinen Baum auf der rechten Seite, sondern so. Und auch hier ist irgendwie ein Fenster, das da runter geht. So, ja,
Ja, es ist wirklich sein, mehr sein Tanzen mit dem Strich. Also wenn ich diese Technik jetzt öfters umsetzen müsste, würde ich sie wahrscheinlich dann auch anders entwickeln. Vielleicht würde ich dann eher in diese Richtung One-Line-Art gehen, wo der Strich ruhiger ist und zusammenhängender und nicht ganz so wild. Aber ich probiere jetzt das mal aus, wie das eigentlich wirken kann. Weil ich finde die Wirkung, die Struktur, die dabei entsteht, schon sehr spannend. So, hier haben wir irgendwie die Figur. Auch das muss man nicht genau zeigen, so irgendwie den Rock hier ein bisschen, dass man da erahnen kann, da ist jemand oder etwas oder ein Denkmal oder sonst was. So, dieser komische Baum hier. Und dann haben wir diese zwei Hecken, die mit einem Schatten sich abschließen. Kann man da hier noch ein bisschen betonen, genau. Und das geht schon auf die Proportion, das passt wunderbar hier. Hier haben wir die untere Hecke, ungefähr so etwas. Dann haben wir die hintere da. So. Und ich schaue dann am Schluss, ob ich da im Garten effektiv mit anderen Strichen Details herausholen kann. Mal schauen, wie das dann wirkt. So, jetzt gehen wir da zum Baum. Auch hier, ich suche das Ganze ein bisschen so. Wie gesagt, Details völlig egal. Hier der kleinere Baum. So etwas, so. So was hier. Das sind so lose Blätter, das ist wirklich nur ganz weit hinten, das kann man auch nur andeuten. Sollte man, dann ist der Tiefeneffekt auch ein viel größerer, wenn man das doch deutlich dann leichter zeichnet, deutlich leichter zeichnet. Genau, so, dann haben wir hier noch einen Baum, der hier reinkommt. Kann man noch andeuten, so etwa. Die zwei Busche. Okay. Und dann noch, dann geht er hier raus. So. Okay. Hier hinten haben wir noch eine Art Wand. Zeichne ich noch vielleicht so, dass sie effektiv sich von diesen Hecken abhebt. Voilà. Dann haben wir auch ein bisschen Tiefenwirkung hier noch drin. So, dass man noch ein Gebäude wahrnimmt, das da hinten ist. Die Bäume sind ziemlich dunkel, also die Stämme, die kann ich auch dementsprechend zeichnen. Auch hier sehr starke Hell-Dunkel-Kontraste, weil ein starker Sonnenstrahl in der Fotografie ist. Ist auch so ein Zeichen für eine Sonnenstimmung. Ganz viele Schatten, also sehr starke Schatten. So. Okay, jetzt mache ich noch den Turm fertig. Hier die Schattenseite ist ziemlich dominant. Und auch hier die Perspektive ist sehr stark, aber, also die Flucht ist sehr stark, aber die deute ich nur an, ungefähr so. Und dann hier so. Dann haben wir hier den Turm, die Spitze. Da ist irgendwas oben. Da kann man nur andeuten, okay. Die typische Turmspitze, hier noch das Fenster dunkel. Hier das kleine Fenster und hier das große Fenster, irgendwie sowas. Wie gesagt, wenn man das anschaut, das sind, okay, das ist irgendwie ein Kirchturm oder sonst was. Und das genügt schon. Es geht ja nur um die Vorstellung, dass da so etwas sein könnte. Das ist ja das Spannende, wenn man so Bilder anschaut, auch so die abstrakte Bilder oder einfach zum Beispiel Bilder von Turner, die Schiffe auf dem Meer und so, das ist ja alles nur wie reingeplanscht, die Farben und die Striche. Und genauer hinschaust, siehst du, also wenn man näher herangeht, sind wirklich nur Striche und wenn man weiter wegkommt, dann kommen
kommt die ganze Szenerie dann zum Vorschein und man sieht effektiv dann alles, beziehungsweise vervollständigt das Ganze in der eigenen Vorstellung. So. Jetzt noch bei der Figur hier ein bisschen Schatten geben. Weil diese Technik jetzt für mich auch ziemlich neu ist, ich müsste mich auch hier ein bisschen rantasten und mal schauen, okay, ist nicht schlecht, aber ist ein bisschen hier zu viel diffus, also ich habe da zu wenig Gewicht gelegt, alles ein bisschen gleichmäßig, also ich müsste mich da ein bisschen zurücknehmen und das ist eine Übungssache natürlich. Hier diese hellen Stellen kann man lassen. Jetzt, ich probiere mal den Garten hier mit anderen Strukturen ein bisschen so aufzupäppeln. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht wird es zu viel, ich weiß es nicht. Aber soweit haben wir eine gute Ausgangslage, um vielleicht mit dem Bild weiterzuarbeiten. Sei es mit Aquarellfarben oder mit einer Bleistiftschattierung, um die Nuancen dann noch deutlicher zu akzentuieren. Je nachdem. Da fällt noch ein Fensterli. So. Und ich müsste diesen Skribbelstrich für mich auch noch ein bisschen weiter entdecken, wo ich noch besser werden könnte, wo ich vielleicht noch mit dem Strich ein bisschen mich reduzieren sollte. Vielleicht in der Geschwindigkeit, vielleicht in der Länge oder in der Kürze, je nachdem. Das ist alles sehr individuell. Aber es ist deutlich eine andere Anmutung als jetzt von der ersten Zeichnung. Wenn wir das mit der ersten Zeichnung da vergleichen, ist es wirklich ganz, ganz anders. Okay, der Stift ist auch ein ganz anderer. Es ist ein Fineliner, das ist wirklich nur schwarz oder weiß. Beim anderen hatten wir einen Kohlestift, da konntest du auch ganz, ganz leichte Akzente setzen und die Striche leicht führen. Hier ist es einfach nur ein Strich und fertig. Mehr oder weniger. Genau. Okay. Also jetzt habe ich ja gesagt, dass ich den Garten ein bisschen ausprobieren möchte mit vielleicht so kleinen Strukturen. Mal schauen, ob das was taugt. Ich möchte hier nicht den Strich jetzt gerade neu erfinden, aber ungefähr jetzt bei dieser Skribbeltechnik bleiben. Vielleicht einfach detaillierter mit den Kleinigkeiten hier. So. Und dieser Abschnitt sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, da kann man sich auch Zeit lassen. Ich mache es jetzt der Übung halber ein bisschen rasch, damit ihr einen guten Eindruck bekommt von dieser Technik, von diesem Ansatz. Und mir gefällt sie sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich müsste den Strich, meinen Strich, hier noch ein bisschen anpassen an diese Technik. Auch was die Betonung der einzelnen Bereiche angeht. Vorne, hinten, hell, dunkel. Da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber unisono ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich am Schluss, wenn ich diese drei Bilder fertig habe, diese drei Bilder auch weiter bearbeiten, um zu schauen, wie das dann funktioniert und was man machen kann. Vielleicht gibt's das, passt das ja in dieses Video rein, vielleicht in einem späteren Video. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, weil sonst wird es ja wieder zu lang. Aber ich mache hier auf jeden Fall Zeitstempel, da könnt ihr wirklich von Technik zu Technik da springen und schauen, wie das jeweils aussieht. So. Ja, ich merke, ich könnte hier wirklich noch eine Stunde dran sitzen und hier mit den Details rumspielen. Es macht wirklich Spaß. Aber
Vielleicht mache ich das, wenn ich die Kamera dann ausgeschaltet habe, weil sonst wird es ja ein bisschen zu langweilig für euch. So, ich mache ja jetzt hier eine Live-Aufnahme. Es ist kein Speed-Painting, sondern wirklich 1:1. Und das soll es ja, damit ihr es effektiv seht, was hier in echt abgeht. So. Ja, ich sehe das nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Okay, also für mich stimmt jetzt im Moment diese Zeichnung. Dann kann man vielleicht hier noch ein bisschen so das ausfransen lassen, das Haus hier so, damit es noch spannend hier ist. Hier haben wir noch ein paar Pflänzchen, kann man diese noch so ein bisschen betonen. Es wäre schön, dann noch mit der Farbe hier reinzufahren. Das lasse ich so auslaufen, nicht zu weit. Und ja, das ist die Zeichnung. Okay, lassen wir das mal so stehen. Das war Teil Nummer 2, also gut, dann gehen wir nur zu Nummer 3 über. Das sind ja unsere Kartonsachen. Und nehmt doch ein Blatt Papier, irgendein Probepapier, wo ihr das Ganze ausprobieren könnt. Und da könnt ihr wirklich voll reindrücken, seht ihr da, mein Karton biegt sich schon, also das ist wirklich nicht sehr stabil. Aber vielleicht ist auch hier das Schöne, die Überraschung am Material. Man kann nicht alles kontrollieren und man muss mit dem arbeiten, was einem das Material erlaubt. Finde ich auch noch schön, dieser Fehler hat sich zu einem Vorteil entwickelt, schau mal. Jetzt kann ich hier wirklich so ganz, ganz dünne Striche machen. Wir haben hier das Schloss, auch hier ganz, ganz, ganz große Tiefenwirkung. Ich denke mal, mit dieser Zeichnung werden wir am schnellsten fertig und ist wirklich sehr, sehr intuitiv, sehr, ja, es wird eine überraschende Sache. Auf jeden Fall werde ich da weniger Striche zeigen, als effektiv auf dem Bild sind. Auch hier ganz viel nur andeuten. Und da kann ich mit der großen Kante grob die Bereiche ein bisschen einzeichnen oder einstempeln. So, vielleicht hier die Treppe. So ungefähr. Da kommt jetzt der erste. Ist noch cool, statt hier zu zeichnen, könnt ihr direkt gerade Kanten setzen, was nicht auch sehr cool ist. Natürlich ist das das Objekt jetzt hier, diese Zeichnung, das Schloss, natürlich prädestiniert für diese Art der Technik. Ich habe es auch extra ausgesucht. So. Bin natürlich ganz clever. Hätte ich jetzt hier einen Garten gemacht oder eine organische Struktur, wäre das ein bisschen komplizierter geworden und vielleicht nicht so optimal. Also auch hier schaut, dass ihr die Materialien, die Werkzeuge der Szenerie anpasst. Also wenn ihr jetzt vielleicht starke Kontraste habt oder starke Strukturen, dass ihr vielleicht einen Pinsel oder einfach einen Stift nimmt, wo das auch sich leicht umsetzen lässt. Also arbeitet nicht gegen die Natur der Materialien, sondern mit der Natur der Materialien. Die bieten ja verschiedene Vorteile an. Es ist so wie beim Malen, also wenn du jetzt eine leichte Hauttönung oder einen Verlauf machen möchtest, dann nimmst du auch einen Fächerpinsel oder einen feinen Pinsel, damit der Verlauf auch wirklich fein wird und nicht einen Borstenpinsel, ist auch logisch. Also auch hier gehst du mit dem Material gehst dem Bild entgegen. Okay, hier haben wir die Türme. So. Was haben wir hier? So ein Glashaus oben, modernes. Okay. Ja, ich jetzt arbeite jetzt alles mit der gleichen Größe. Scheint zu funktionieren. So, hier die Straße. Genau, hier geht die Mauer weg. Das betone ich so ungefähr. Jetzt die kleinen Details lasse ich jetzt mal offen. Mir geht es wirklich hier nur um den primären Umriss. Und ihr seht hier so die Struktur, die dabei entsteht. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja,
Vielleicht sieht das bei euch ein bisschen anders aus, aber das ist etwas, das dem Bild noch eine spezielle Eigenständigkeit gibt. So, das ist jetzt weit hinten, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu gleich dick werde wie jetzt hier im Vordergrund, weil sonst haben wir einen Verlust von der Raumwirkung, was ich nicht möchte. Also hier will ich dann unbedingt stärker bleiben, auch mit dem Gras. Mal schauen. Ja, was haben wir hier noch? So. Es macht nichts, wenn du mal mit dem Strich mal daneben liegst. Warte mal. Das nicht ganz genau stimmt. Und das Schloss ist auch ziemlich verwinkelt. Also Zwischenwände, die herauskommen. Okay. Wenn du unsicher bist, geh auf einem separaten Papier und mach einen Test. Dann siehst du, okay, es ist dünn genug, das passt. Dann kannst du hier vielleicht so den Himmel einzeichnen, ganz, ganz fein. Und da sehen wir schon, entsteht noch so eine bedrohliche Dynamik, die finde ich klasse. So. Ja, und ich denke, das ist das Wichtigste, haben wir schon. Moment. Den Horizont noch. Ungefähr so. Und er wölbt sich ja. Genau, hier haben wir das. Also die Burg sticht ein bisschen heraus. Ach gut, wenn das Gebäude oder der Mensch jetzt über dem Horizont steht, dann wirkt das nochmal um einige Klassen größer oder einfach mächtiger. So. Okay, jetzt haben wir hier, nehme ich den weg, mal einen neuen, damit ich die Steine vorne ein bisschen besser darstellen kann. So. Den Berg abschließe, genau, so, das passt. Gut, das ist tiptop. Okay, jetzt haben wir diesen Bereich, mache ich sicher dunkel, den Eingang, die Treppen, dann hier unten. Und dann wird das hier dunkel sein, hier wird dunkel sein, vielleicht noch oben, die Türme mache ich noch dunkler, damit der Himmel noch, der Kontrast zum Himmel noch verstärkt wird. Natürlich die zwei Fahnen dürfen dann am Schluss nicht fehlen. Und noch ein bisschen vielleicht den Hintergrund da. Mal schauen. Genau. Jetzt nehme ich noch eine kleinere. Gehen wir noch deutlicher. Nein, kann man mit den Händen machen. Wenn der Karton zu dick ist, kann man das mit den Händen machen. Das geht auch. Okay. Also Details zum... Gehen wir mal die Treppe an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Tusche. Muss ich abtropfen. So. Okay, wie gesagt, von der Übersicht in die Details rein. Und dann können wir dann langsam uns in die Kleinheiten und vorarbeiten. Und diese da akzentuieren wieder. Ungefähr so. Haben wir die Türme, okay.
Ich kann hier auch ruhig mit der Struktur ein bisschen spielen. Diese Seite ist eher im Schatten. Das ist mehr so eine Abendstimmung, wo eh kein direktes Licht auftritt. Aber fürs Auge, für die Zeichnung ist es dann einfacher, ein bisschen die Tiefenwirkung zu verstärken bzw. hier zu erfinden. Ungefähr so. Hier hinten noch etwas. Okay, jetzt diese Seite noch. Jetzt ich merke, der wird zu weich, das gefällt mir nicht mehr. Ich nehme mal noch den großen. Ja, ihr merkt ja, ich rede nicht mehr so viel, weil ich nicht unbedingt zufrieden bin jetzt mit dem Resultat. Das ist nicht schlecht, aber so als eigenständiges Bild überzeugt mich das jetzt nicht unbedingt. Es kann sein, dass es bei euch anders ist, wenn ihr das vielleicht so ausprobiert, aber ich merke, dass das vielleicht ein gutes Bild sein wird für eine Weiterverarbeitung. Das heißt, jetzt habe ich die unisono, die groben Strukturen oder einfach Bereiche mal angedeutet. Und damit das Ganze aufbrechen kann, würde ich jetzt mit einem Stift hier effektiv die Details reinzeichnen und mich dann um die Nuancen kümmern, weil so sehe ich das nicht, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen, also zufriedenstellenden Ergebnis. Bin ich jetzt noch nicht dabei. Ja, durch die breiten, kantigen Striche wird das Ganze sehr expressionistisch, aber könnte von Otto Dix sein, aber ja, ich bin da. Das eigenständiges Bild für ein eigenständiges Bild ist mir das jetzt zu wenig, effektiv zu wenig, zu wenig stark. Da müsste man noch was machen mit Nachbearbeitung. Ich glaube, das werde ich dann machen. Ich lasse das jetzt ein bisschen trocknen, ist doch recht dick aufgetragen. Und ja, ich lasse das jetzt mal trocknen, dann schauen wir weiter. Okay, es ist mehr oder weniger trocken, 5 Minuten. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das Bild hier weiter zu bearbeiten, und zwar mit dieser Technik, mit der ersten Technik, mit dieser Liniensuche, also mehr oder weniger eine Outline-Zeichnung, damit ich effektiv die Umrisse noch besser betonen kann. Und ich denke, das gibt einen schönen Gegensatz zu diesen kantigen, einfachen Strichen, wenn ich da ein bisschen frei die Konturen anfange, suchen anfange, genau, ja, und dann kann man das Schloss ein bisschen akzentuieren, auch mit den Steinen, mit der Steinstruktur, und ein bisschen hier die Gräser ein bisschen herausholen, und den Hintergrund, den Himmel lasse ich mal so sein, da kann man sich dann dazu was denken, wenn man möchte. Und ja, schauen wir mal. Also, die Linienführung. Ich fange jetzt mal hier beim Schloss an, damit ich gerade mal schauen kann, wie das wirkt. Ich denke, das wird schon gut. Aber hier suche ich bewusst wirklich die Kanten. Die ich schon gezogen habe, ich muss das nicht tot zeichnen, vervollständigen, sondern nur dort, wo es effektiv nötig ist, was ein bisschen so diffus wird. Da braucht es ein bisschen Klärung und Verdeutlichung. Aber auch hier,
Ob das jetzt nach oben, unten geht, ist mir egal. Es geht nur darum, dass wir da gewisse Formen herausholen. So ungefähr. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Zweite hier. Diese Wand geht hier runter, da kommt etwas raus. So, hier die Fähnchen, genau. Ja, das gefällt mir schon. Es kommt gut. Wie gesagt, mal eine Höhe nicht stimmt oder ein Strich nicht richtig da ist, egal, kann man das noch ein bisschen nach oben, nach unten korrigieren mit anderen Strichen. In diesem Durcheinander fällt das effektiv nicht auf. Aber auch hier, ich zeichne jetzt, also ich male jetzt nicht dunkle Stellen aus, sondern ich suche effektiv nur die Umrisse, dass diese mal stehen, das Fenster hier ein bisschen deutlicher betonen. So, sehe ich eine Detailarbeit. Kann so etwas sein. Und hier wird ganz viel mit der Türe passieren. So. Wunderbar. Und die Treppen sind sehr markant, sehr wichtig. Auch hier kann ich das ein bisschen noch betonen. Das Geländer hier ist sehr wichtig. Aber auch hier wirklich nur die Umrisse und nicht die Schatten zeichnen. So, das muss ich nicht mehr, das haben wir hier schon. Genau. So, die Treppen da. Und das Geländer ist kaputt. Ist eingebrochen. Das hier noch vervollständigen vorne. Und da haben wir schon das Gras, das hier von oben kommt. So, die Kante der Burg hier unten. Da sehe ich gerade, da habe ich einen massiven Fehler gemacht, aber ja, das hätte eigentlich hier sein sollen. My mistake. Jetzt auch der letzte Turm hier mit den markanten Formen. Okay, hier haben wir das komische Dach. Das ist so ziemlich modern, aber ja. Ich mache jetzt einen Kamin draus, wenn das Sinn macht. Die Mauer hier, die fällt. So. Okay. Ja, und was wir machen können, natürlich die Fenster hier ganz klar betonen. So. Und dann haben wir hier diesen Anbau auf der Seite. Da haben wir ein kleines Fenster.
Es braucht dann gar nicht so viele Details. So. So ein bisschen dann diese da. Lustig, zwei unten. Wahrscheinlich ein Saal hier. Scheint Licht, ziemlich groß die Fenster. Kann ich mir vorstellen. So, das ist grüne. Ja, und ich sehe das. Wenn ich jetzt nochmal so eine Zeichnung machen würde, würde ich nicht die schwarze Tusche nehmen, sondern vielleicht eine hellere Variante, eine graue Tusche oder vielleicht sogar eine farbige Tusche, die das Ganze dann noch ein bisschen mehr Leben einhaucht und das Ganze spannender zum Anschauen macht. Und dann mit dem schwarzen Stift effektiv dann nachziehen, die Konturen. Ungefähr so. Aber ist gar nicht so schlecht. Die Treppe ist ein bisschen misslungen. Die gefällt mir gar nicht. Aber wenn ich jetzt den Rest anschaue, finde ich ihn ziemlich klasse. Der kommt ziemlich, ziemlich gut. Also die Striche haben ihren Zweck erfüllt. Der Karton hat wirklich eine sehr gute Dynamik reingebracht. Wirklich eine tolle Dynamik. So, jetzt betone ich noch ein bisschen hier die Steine und dann die Gräser. Und dann passt das schon. Auch hier bleibe ich in der Kontur und male keine Schatten aus. So ungefähr. Bisschen noch die Gräser betonen. Ja, wie gesagt, das nächste Mal würde ich jetzt wirklich einen helleren Ton wählen für die Unterzeichnung, also für die Karton-Akzentuierung, dass das nicht ganz so dunkel wird wie jetzt, weil man sieht dann den Strich im Nachhinein dann viel, viel schlechter, was ich ein bisschen schade finde. Hier können wir hier ein bisschen die Gräser auszeichnen, ein bisschen den Berg nochmals betonen. Dann haben wir hier klar einen Cut zwischen vorne und hinten. Und auch hier diese Tiefenwirkung durch klare Strichgebung. Da hinten werde ich gar nichts mehr machen, weil das soll wirklich dann im Hintergrund bleiben. Das soll keine Zeichnung jetzt stattfinden, also keine detaillierte Zeichnung. Weil sonst lenkt er das Auge zu sehr auf den Hintergrund statt auf den Vordergrund. Und das möchte ich nicht. Dafür werde ich jetzt hier ein bisschen mehr ins Schwarze reinarbeiten, ins Dunklere. Also hier wirklich dann die Stellen ein bisschen mehr betonen, dass man wirklich das Gefühl hat, ah, okay, ich stehe jetzt auf dem Berg und schaue das Ganze an. Also ich wäre jetzt extrem gern dort. Ich wäre jetzt extrem gern dort. So eine tolle Landschaft. Okay. Da die Gräser, genau hier nochmal etwas. Auf jeden Fall, ja. Es war ein netter Versuch jetzt mit diesem Karton. Ich habe nicht alle gebraucht, aber für seinen First Try, für seinen ersten Versuch ist es gar nicht mal so schlecht. Und ich denke mal, vielleicht hast du auch eine Freude dran bekommen, wie man auch Bilder angehen kann, ohne sich da groß mit Perspektive beschäftigen zu müssen, ohne sich da mit der korrekten Linienführung beschäftigen zu müssen. Und mir gefällt eigentlich das Ganze intuitive an der Zeichnung.
Und ja, das unkomplizierte Herangehen, Fälle oder keine Fälle, ist egal, wenn du das anschaust, du hast ja nicht den Vergleich immer. Und das muss ja für sich stehen und stimmen. Und dann ist es eigentlich okay, wenn das Ganze in sich und in etwa stimmt, ist es wunderbar. Jetzt hier leider mit der Treppe nicht so geglückt. Ja, nun, kann passieren. Aber für den ersten Eindruck ist das wirklich ja, gar nicht so schlecht. Ja, okay, das waren die drei Versuche und die drei Ansätze, wie du Landschaften oder auch später dann Menschen, Objekte, Stillleben auf eine einfache, intuitive Art und Weise einfangen kannst. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, beim nächsten Mal sehen wir uns dann mit der Perspektive wieder. Ich hoffe, bis dann habe ich das Video dann auch fertig. Und ja, danke dir fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut, auf bald. Bye bye.